Gern. Ich muss noch einiges recherchieren, bevor sie schließt. Geh ruhig schon mal was essen. Darf ich mich dazusetzen? Schmeckt's? Du studierst Pädagogik? Du auch? Hm? Ich hab dich noch nie gesehen. Ja, weil ich habe mir eine kleine Auszeit genommen. Was du eben in der Vorlesung gesagt hast, das war richtig gut. Das sah Professor Dr. Neuendorf anders. Die entzieht die Kinder auch nur mit Glöckchen. Hallo, Anna. Tim, alles klar bei dir? Lang nicht mehr gesehen. Bei mir läuft super. Wir sollten mal wieder was zusammen trinken gehen. Klar, ich könnte Ben fragen, wenn ich komme. Ich dachte eigentlich nur wir zwei. Ich muss jetzt los. Wir können ja mal schreiben oder so. Vielleicht sieht man sich ja. Bis dann. Entschuldigung. Wir schließen jetzt. Dann bräuchte ich... Dann muss ich Sie hier wohl einschließen. Die Kriminalpolizei gesehen. Schließt eine Verbindung zu weiteren ähnlichen Morden der letzten Zeit nicht ausdrücklich aus. Erst vor wenigen Tagen wurde eine Studentin angegriffen, konnte jedoch glücklicherweise entkommen. Die Kölner Polizei bittet mögliche Hinweise unter der unten eingeblendeten Nummer zu melden. Zum Wetter. Ist alles okay? Morgens sonnig bei 8 Grad, mittags bewölkt und nachts Minusgrade bei Regenschauern und vielerorts leichtem Schneefall. Montags 5 bis 7 Grad, Dienstag 2 bis 4 Grad. Mittwoch zieht ein heftiges Tief über ganz Deutschland bei minus 5 Grad. Ja.
Danke. Und ich dachte schon, es wurde geklaut. Kann ich mich vielleicht revanchieren? Okay. Erneut wurde eine junge Frau Opfer des mutmaßlichen Serienmörders, der Köln seit Wochen in Atem hält. Das Opfer wurde zuletzt in einer Bar im belgischen Viertel gesehen. Da waren wir gestern. Erinnerst du dich noch an das Mädel, mit dem ich gestern an der Bar stand? Ich war wirklich nicht eifersüchtig. Sie ist tot. Darf es noch was sein? Ich würde gern zahlen. Stimmt so. Schönen Tag noch. Nachbarin, vielleicht hast du mich ja schon mal gesehen oder so. Ah, okay. Ich will nicht dreist sein, aber kannst du mir vielleicht etwas Zucker borgen? Weil die Läden sind schon zu. Ach, ich weiß. Kein Problem. Komm rein, es ist kalt im Flur. Danke, so freundlich. Hi, Schatz. Warte mal kurz, Moment. Magst du noch auf dem Kaffee bleiben? Mit wem sprichst du da? Eine Nachbarin ist auf einen Kaffee hier. Die ist gerade eingezogen. Anna, hör zu, ich habe gerade den Mörder gesehen. Er hat dieselben goldenen Nadeln an den Schnürsenkel und ist weggelaufen, als ich die Polizei gerufen habe. Du, ich bin so schnell wie möglich bei dir. Milch? Zucker? Ich tollpatsch.
Jetzt habe ich den Kaffee in die Tasse mit deinem Zucker gegossen. Macht nichts. Ich mag süß. Wir wollen ja nicht, dass du einen Zuckerschock bekommst. War das Ben? Ja, er müsste eigentlich im Moment hier sein. Alles in Ordnung? Du wirkst so nervös. Nein, alles in Ordnung. Brauchst du vielleicht Hilfe mit dem Kaffee? Nein, bloß keine Umstände. Ich schaff das schon. Danke. Du kannst dich wirklich nicht mehr an mich Du weißt mich!